Wir haben bei unserer Box die Möglichkeit, zusätzlich eine Vorabsperrung zu montieren. Und da haben wir den großen Vorteil, dass wir direkt an der Box absperren können und nicht im Haus auf die Suche gehen, wo ist denn die Stockachsabsperrung oder andere Dinge. Vor allem kann der Benutzer des Hauses weiterhin seine anderen Zapfstellen benutzen. Macht doch sehr viel Sinn in Krankenhäusern, wo es auch teilweise vorgeschrieben ist, dass Armaturen eine integrierte Vorabsperrung haben. Wie machen wir das? Wir müssen als erstes diesen Stopfen hier herausdrehen. Dazu nehmen wir einen Steckschlüssel und drehen den Stopfen heraus. Wenn wir das gemacht haben, dann haben wir hier das zusätzliche Bauteil, die Vorabsperrung. Hier ist ein O-Ring drauf, der ist sauber eingefettet und der wird jetzt hier montiert. Den müssen wir komplett hereinschrauben. Wenn er so weit reingeschraubt ist, dass er hier eben ist, müssen wir diesen Clip installieren. Warum brauchen wir diesen Clip? Der Clip ist notwendig, damit diese Vorabsperrung nicht unbewusst komplett herausgedreht wird und wir hier eine Undichtigkeit haben. Anschließend können wir die Vorabsperrung wieder voll aufdrehen und wir sehen, jetzt ist sie am Anschlag, sie kann nicht weiter gedreht werden, es ist sicher. Der große Vorteil dieser Vorabsperrung ist, dass wir es wirklich später auch einbauen können, dass es jederzeit nachrüstbar ist und dadurch der Kunde mehr Komfort hat.